Ja, sind wir live drauf. Ja, das ist sehr gut. Ja? Guten Abend. Wollen Sie hier arbeiten? Ich habe schon gearbeitet. Sie haben schon gearbeitet. Ja? Geht nach Hause oder stellt euch mit auf die Straße, ihr Journalisten. Ja, aber hört auf, diesen Mist zu berichten. Und genau deshalb sind wir heute Abend hier, denn jeden Mittwoch trifft sich die AfD, ruft zur Demonstration auf und wir wollen einfach wissen, was bewegt die Menschen, was sind ihre Sorgen, was sind ihre Ängste und versuchen einfach mal in den Dialog zu kommen. Dann würde ich mal sagen, wenn das so weitergeht, na gut. Das ist die Gegendemo. Was machen Sie heute Abend hier? Ich bin hier, weil ich der Meinung bin, der Islam, das darf niemals geschehen, dass der zu Deutschland gehört, so wie das Frau Merkel und Herr Wolf gesagt haben. Weil ich der Meinung bin, dass das eine aggressive, gefährliche Religion ist. Und hier kommen jetzt Millionen von Muslimen rein. Und deswegen bin ich hier. Das ist eigentlich der Hauptgrund, warum ich hier bin. Das darf niemals geschehen. Aber Sie wissen schon, gerade auch in Erfurt und um Erfurt herum gibt es ja bisher kaum Muslime. Und selbst wenn jetzt 1 Million nach Deutschland zuwandern sollten, ist der Prozentsatz verschwindend gering. Also wovor haben Sie so eine Angst? Ja, es wird ja ständig im Namen des Islam hier gemordet in der Welt. Das hat er mit Erfurt oder mit Thüringen oder mit Sachsen gar nichts zu tun. Die berufen sich immer auf ihre Religion, diese Mörder. Sie wissen aber auch, dass selbst im Namen des Christentums auch heutzutage Morde passieren. Das glaube ich wohl nicht im Namen des Christentums. Also wenn ein Christ mordet, der beruft sich nicht auf die Bibel, aber diese islamischen Mörder oder Terroristen berufen sich alle auf ihren Koran, ihre Bibel. Und was sagen Sie denn zu den Flüchtlingen? Also Leute, die wirklich aus Syrien flüchten vor dem Krieg, vor dem Terror, die genau eine sichere Zukunft haben wollen, die in Frieden leben wollen. Sollten wir die aufnehmen? Ja, sicher sollen wir die aufnehmen, die wirklich verfolgt sind. Also man sieht es ja im Fernsehen, was da los ist in Aleppo oder hier sonst wo. Da möchte ich auch nicht mehr wohnen. Aber das sind ja auch Muslime. Ja, und trotzdem, ich habe selber erlebt. Ich habe einen Afghanen kennengelernt, der war einen Tag in Deutschland. Der hat zu mir gesagt, ich hätte gar nichts zu melden, der Chef ist Allah. Und wenn ich schon so eine Äußerung höre, dann weiß ich, was auf uns zukommt mit diesen ganzen Muslimen hier. Und das darf niemals, also ich halte es mit Thilo Sarrazin, dass sich Deutschland abschafft. Und dabei bleibe ich auch bei der Meinung. Also so ein bisschen Deutschland den Deutschen? Nein, nicht unbedingt. Aber die Muslime, die passen hier nicht her. Wenn sie ihre Religion öffnen, also es muss eine klare Ansage gemacht werden. Wenn du hier bleiben willst, dann hast du dich so und so zu verhalten. Und deine Religion, die kannst du zu Hause in deinen vier Wänden machen. Habe ich nichts dagegen oder niemand was. Aber öffentlich hast du dich nach unseren Regeln und Gesetzen zu halten. Diese klare Ansage muss einfach gemacht werden, bin ich der Meinung. Und was gefällt Ihnen an der AfD? An der AfD eigentlich gar nichts. Also gar nichts. Ich habe Herrn Höcke auch gesehen. In der Günther Jauch-Sendung war äußerst peinlich. Also peinlich, sage ich mal. Von Volksverhetzung, wie er jetzt eine Anklage hat, habe ich nichts gehört. Aber der Auftritt, den fand ich peinlich. Und deshalb sind es bestimmt auch weniger geworden. Aus dem Grund hier, es waren ja schon mal mehr, die hier sich versammelt haben. Aber fremdenfeindlich sind Sie nicht? Nein, bin ich nicht. Ich arbeite sogar im Flüchtlingsheim, jetzt schon jahrelang. Und deshalb habe ich es ja selber erlebt, dass so ein Afghaner zu mir sagt, ich hätte gar nichts zu melden. Hier Allah ist der Chef. Gell? Und das hat mich bestärkt in meiner Meinung. Und ich beschäftige mich auch mit dem Islam. Ja, und also von Voltaire angefangen, habe ich seine Meinung gelesen zum Islam. Hier bis alles Schwarzer, die ich nicht mag, aber alles Schwarze hat geäußert, zumindest steht es so bei Google, der Islam ist der Faschismus des 21. Jahrhunderts, ist eine Äußerung von alles Schwarze. Gell? Und selbst Atatürk hat die Theorien eines obstrusen Beduinen als gemeingefährlich eben betrachtet. Gell? Alles klar, dann vielen Dank und dann bin ich gespannt, was Sie heute zu hören bekommen von Herrn Höcke. Und wir machen uns weiter auf den Weg und wollen natürlich noch weitere Stimmen einfangen. Jetzt haben Sie die einmalige Chance. Ich habe die Nachrichten, verfolge ich schon seitdem das Ganze losging. Ja. Ihr zeigt nur Kinder, nicht die Männer, die da hinten dran sind. Ihr zeigt auch nicht die Mühlenhaufen, die hinterlassen. Oder? Ich kenne das nicht von ARD und ZDF.
Was genau ist jetzt Ihre Kritik? Meine Kritik ist, dass ihr nicht die Wahrheit sagt. Über Flüchtlinge? Nein, ihr berichtet keine Wahrheit. Seit dem ganzen Drama. Warum sind Sie heute Abend hier? Weil das alles eine Schweinerei ist. Was denn genau? Was denn genau? Dass hier das so einen islamischen Staat werden soll. Und die armen Christen, die dort unten getötet werden, Kopf ab. Weil wenn ihr den Koran kennt, dann wüsstet ihr, dass der Koran ganz schlimm gegen die Christen ist. Sie wissen aber schon, dass ganz viele der Flüchtlinge, gerade aus Syrien und dem Irak, fliehen vor Bomben, vor Fassbomben, vor Folter, vor Vergewaltigung. Warum fliehen die? Die sollen zu Hause bleiben, sollen ihr Land wieder aufbauen. Im Krieg? Wir haben auch Krieg gehabt. Sind wir weggelaufen? Wir haben unser Land aufgebaut und sind nicht woanders hingegangen und haben gejammert. Leider muss ich das so laut sagen oder so sagen, wie ich sage. Haben die Flüchtlinge Ihnen bisher irgendwas weggenommen? Ihnen persönlich? Haben Sie Ihren Job verloren, Ihre Wohnung? Ich wohne Gott sei Dank da, wo keiner hinkommt. Gott sei Dank. Okay. Dann noch einen schönen Abend. Tschüss. Tut mir leid. Nee, es muss Ihnen nicht leid tun. Jeder hat das Recht. Jeder hat das Recht in Deutschland auf seine eigene Meinung. Ja, nur zeigen tut das nicht. Ja, dann gucken Sie mal morgen. Ich verspreche es Ihnen. Schalten Sie ein ab 7 Uhr. Ja, da kommt dann haben Sie zwei Stunden. Ach, die Hälfte. Wissen Sie was, dieses Lügenpresse ist auch ein bisschen vereinfacht. Also entweder man tritt in den Dialog oder man lässt sein. Ich bin ja in den Dialog. Ja, sehen Sie. So, aber dann sind wir uns so einig. Was wollen Sie noch hören? Ja, nix. Nicht mehr. Da erzählt er noch viel mehr. Komm. Noch zwei Bier und er erzählt euch alles. Jetzt, yes, Junge. Und du? Und ich zahle auch GEZ. Lass das. Ja. Warum sind Sie heute Abend hier? Weil ZDF scheiße ist. Okay. Weil ich GEZ bezahle. Okay. Und deswegen geht man zur AfD? Ich gehe hierher, weil es mir Spaß macht. Ja, komm, nimm runter, Pappen. Lass dir keine Fangfragen. Komm, zieh Lein in dem Ding. Lass dir keine Fangfragen. Lass doch. Bleiben Sie doch einfach bei mir. Nein. Okay. Lass uns stecken. Also wollen Sie mir nicht erklären, warum Sie hier sind? Es wäre ja mal eine einmalige Gelegenheit. Das ist ja eine Gelegenheit. Die CDU mochte solche Veranstaltungen nicht. Bitte? Die CDU mochte solche Veranstaltungen nicht. Müssen wir zur AfD gehen. Wir sind keine AfD-Mitglieder. Wir sind einfach nur Bürger von Erfurt. Ich bin ja kein Nazi. Warum sind Sie hier? Also wovor haben Sie Angst oder Sorgen? Weil wir was bewegen wollen. Wenn wir zu Hause sitzen bleiben und die Presse schreibt das, was in der Zeitung steht. Da hinten stehen die Faschisten. Das ist mir egal, wo die stehen. Ich stehe nicht wegen Faschisten. Ja, ja. Ich bin kein Faschist. Also nochmal, wovor haben Sie Angst oder was regt Sie auf? Dass hier bald mehr Ausländer sind als Deutsche. Hier vor allen Dingen auch in Erfurt, wo es kaum Ausländer gibt? Noch nicht. Ich war in Frankfurt vor ein paar Tagen. Das möchte ich in Erfurt nicht haben, wo man die Deutschen suchen muss. Und haben Sie denn Verständnis für die Menschen, die vor Krieg flüchten? Natürlich, selbstverständlich. Selbstverständlich. Aber Sie sehen schon, dass das nicht ganz zusammenpasst, denn viele, die ja hier herkommen... Sie vertreten mir das Wort im Mund, das ist Quatsch. Um Gottes Willen, stellen Sie es klar. Die sind gerne willkommen hier. Ich habe mit Ausländern keine Probleme, überhaupt keine Probleme. Nur wenn ich dann sehe, was hier für Leute herkommen, vom Balkan und sonst woher. Ich arbeite gestern mit mir, habe Leute gesehen, junge Leute. Wenn ich im Fernsehen sehe, in diesem Schaukelfernsehen hier, da kommen Jugendliche her, Ausländer, egal woher, Syrien, egal. Die sind zwischen 18 und 25 Jahre alt. Wo sind die 60-Jährigen? Wo sind die kleinen Kinder? Die haben die alle nachgeholt. Das ist scheinbar nicht erwünscht. Okay, dann frage ich nochmal differenzierter. Da kommen die jungen Menschen hierher, die hier Fuß gefasst haben, gehen rein in die Gaststätte, kurzer Blickkontakt mit Mädchen, so alt wie sie ist. Nach 10 Minuten sind sie wieder drin, haben sie ihre Drogen vertickt. Die sind Mittag in der Gaststätte, früh, Mittag, Abend. Die gehen nicht arbeiten, haben paar Geld, alle. Darf ich noch was nachfragen? Ja. Jetzt gibt es die keinen Grund haben, hierher zu kommen, weil sie einfach kein Asylrecht hier in Deutschland genießen werden, zum Beispiel die Menschen vom Balkan. Dass die wieder abgeschoben werden müssen, richtig, das sagen, glaube ich, alle Politiker mittlerweile. Schnell prüfen, schnell abschieben. Mich interessieren die Menschen aus Syrien, dem Irak, wo Krieg herrscht. Was machen wir mit denen? Warum sind das nur junge Männer?
die herkommen. Keine Frauen, keine Alten, keine Babys, nur junge Männer. Also Sie sehen schon die Bilder auch im Fernsehen. Es sind viele junge Männer, da haben Sie absolut recht. Viele. Aber es sind 90%, oder nicht? Ich habe andere Zahlen, aber... Was kommt denn im Fernsehen, wenn du die Bilder siehst? Ich sehe nur junge Männer. Ich sehe keine Frauen. Okay, dann machen wir mal das Paradebeispiel. Sie sind 80 Jahre alt. Glauben Sie, dass ein 80-Jähriger die Reise überlebt und auf sich nimmt? Dann werden nur die jungen Männer erschossen dort im Krieg oder auch die Kinder von denen und die Frauen? Auch. Warum bleiben die dann dort und kommen nicht mit? Die kommen zum Teil mit oder sollen zum Teil nachkommen. Und dann kommen sie im Sarg hinterher oder was? Das ist Quatsch. Ja, aber jetzt sagen Sie, meine Frau dort mit Kind. Dass meine Frau und mein Kind auch nicht dort in den Krieg ist. Die nehme ich dann mit oder bleibt dort. Ich entscheide mich entweder für mein Land, da muss ich durchstehen, ob kriege ich es nicht. Oder ich sage, ich muss hier weg, dann nehme ich alle mit. So sieht's aus. Okay, vielen Dank. Bitte. Einen schönen Abend. Ja, gleichfalls. Danke. Guten Abend. Hallo. Warum halten Sie denn eine Kerze in der Hand? Weil ich 89 hier schon mal gestanden habe und momentan finde, dass die Stimmung in diesem Land dermaßen polarisiert wird, einer gegen den anderen. Ich habe Angst um die Zukunft. Nicht von mir, ich bin schon alt, aber von unseren Kindern und Enkeln. Und vor was genau haben Sie Angst? Ja, schauen Sie sich doch die Stimmung an. Hier wird demonstriert. Dort wird demonstriert. Jeder soll doch seine Meinung sagen. Ich denke, wir haben Meinungsfreiheit. So, und man wird in die rechte Ecke gestellt, nur weil man Angst hat vor der Zukunft. Und ich finde keine andere Plattform, wo ich mich artikulieren kann. Wovor haben Sie denn ganz konkret Angst? Vor den Flüchtlingen, vor der Zuwanderung? Es geht nicht um die Flüchtlinge. Aber irgendwo muss auch eine Grenze sein. Ein Land kann doch nicht so viel vertragen, wie momentan kommen. Das muss doch jeder normale Mensch wissen. Ja, und könnten Sie denn eine Grenze benennen in Zahlen? Das in Zahlen kann man das nicht machen. Das kann man nicht machen in Zahlen. Aber ich finde, man denkt nicht an die Zukunft. Das kostet ja auch was. Und ich habe keine Lust, dass meine Rente gekürzt wird, dass ich mehr Steuern zahlen muss und solche Sachen. Und es gibt noch ärmere Menschen als mich. Wie sollen die das alles packen? Ja? Und deshalb stehe ich hier für nichts anderes. Für nichts anderes. Aber Sie sehen schon auch das Recht der Flüchtlinge, aus ihrem Land zu fliehen, wenn dort Krieg herrscht? Ja, natürlich. Natürlich gab es da Versäumnisse in der Vergangenheit. Warum hilft man nicht Afrika, wo so viel Armut ist? Warum hilft man nicht in diesen Flüchtlingslagern? Da hat die Politik was verpasst und jetzt verbietet sie mir einen Mund. Ja, also das geht nicht. Eine Frage zu Herrn Höcke, ja. Der sich ja verbal... Ist nicht mein Freund, aber das spielt für mich keine Rolle. Ich habe schon mal gesagt, ich finde keine Plattform, wo ich meinen Unmut über die momentane Situation äußern kann. Ja? Darf ich Sie fragen, wen Sie vorher gewählt haben? Ja, das dürfen Sie. Ich habe die SPD gewählt. Und finde es nicht schön, wenn die SPD wie Herr Gabriel Leute als Mob und als Pack bezeichnet. Und ja, natürlich gibt es hier in diesen Reihen auch Rechte, das sehe ich auch so. Aber es gibt eben auch andere und die muss man auch mal hören. Ne? Vielen Dank. Ja, schönen Abend wünsche ich Ihnen. Ja, Ihnen auch. Sie noch was mehr sagen? Nee, Gottes Willen. Nee, gehen Sie weg damit hier. Hauen Sie ab. Aber warum? Hauen Sie ab, sonst passiert was hier. Das soll abhauen. Was soll denn passieren? Ich warum? Möchte das nicht warum? Sehen. Ich habe hier persönliches Recht. Gehen Sie bitte. Die gehen doch durch die Zensur. Ich habe letzte Woche ein Interview gegeben. Da kam gar nichts, weil das alles zensiert wird. Die Presse kann doch hier weg. Deswegen darf er mich schubsen? Nein, das nicht. Das ist nicht in Ordnung. Na, wenigstens das. Die Berichterstattung können Sie sich ersparen. Weil die Wahrheit kriegen Sie sowieso nicht. Aber wenn wir nicht berichten, heißt es doch auch, wir würden zensieren. Was wollen Sie denn jetzt? Naja, sicherlich wird das zensiert. Wo haben Sie eine objektive Berichterstattung? Was fehlt Ihnen denn? So, und bitte, das war nur, was ich sagen wollte. Na dann, durfte sie ja jetzt auch. Was ist denn die Wahrheit? Ja, aber nicht Ihre. Aber was ist denn Ihre Wahrheit? Nicht Ihre Wahrheit. Ich weiß gar nicht, was meine ist. Hören Sie hier zu, das ist die Wahrheit. Und nicht, was unsere Politiker hier veranstalten. Das sind auch Politiker. Aber die sind nicht in der Regierung. Und was ist jetzt nochmal Ihre Wahrheit? Das ist nicht Ihre. Hören Sie hier zu. Da hören Sie sie. Ich verstehe es nicht. Lassen wir es. Ich verstehe es nicht. Das hat natürlich für den Staat
Ernsthaft, wie könnte denn eine Lösung aussehen? Können sie dicht machen. Weil es sind genug schon da. Wer finanziert das? Wir, die arbeiten gehen. Wir finanzieren das. Oh, vorher war kein Geld da, jetzt ist Geld da. Haben Sie denn ein Problem mit allen Flüchtlingen oder Zuwanderern oder sagen Sie schon, die aus Kriegsgebieten kommen, denen gehört Hilfe angeboten? Ja, das, dann müssen Sie erstmal checken, ob das so ist. Es sind gerade viel zu viele drin, die es gar nicht sind. Was fasziniert Sie an der AfD oder sind Sie nur hier, weil Sie das Gefühl haben, dass die Sie sozusagen ernst nimmt und alle anderen Parteien nicht mehr? So sieht's aus. Weil die anderen Parteien tun es nicht. Und Herr Höcke? Was ist mit dem? Finden Sie, dass er die richtige Wortwahl trifft? Scharf formuliert, aber richtig. Okay. Danke. Warum jetzt genau? Ja, weil die korrupt sind, schon die ganzen Jahre. Wer denn jetzt? Alle. Alle, die oben sitzen im Bundestag. Die beuten doch die kleinen Leute aus, wo es nur geht. Das ist doch schlimmer wie zu DDR-Zeiten. Meiner Meinung nach. Was würden Sie sich wünschen? Ja, dass sie abtreten. Und wer übernimmt dann die AfD? Herr Höcke. Warum? Weil der räumt richtig auf? Ja. Die Muslime haben hier nichts zu suchen. Überhaupt nichts. Es können überall welche herkommen, Ausländer. Ich sag meine Meinung. Benutze ich Sie gerade? Das war ja der Vorwurf. Benutze ich Sie? Nein, nein, das machen Sie nicht. Nein, das machen Sie nicht. Es können alle herkommen, aber nicht die Muslime. Aber Sie wissen, dass viele Menschen aus Syrien und dem Iran im muslimischen Glauben sind? Ja, mein Mann sagt gerade, haben Sie schon mal einen Koran gelesen? Nur einen Koran durchgelesen? Ja. Da besorgt alles. Der Koran, ja. Und gucken Sie die Länder, die Christen. Da wird was dort verfolgt und getötet. No? Nur Christen. Und das sind die. Das ist der Koran. Ja. Aber Sie wissen auch, dass Muslime dort auch getötet werden. Wer hat im Zweiten Weltkrieg nach den Vertriebenen gefragt? Wer hat da danach gefragt? Niemand. Die mussten auch ihre Heimat verlassen und sind hierher gekommen in ein zerbombtes Deutschland. Meine Eltern haben auf Stroh geschlafen. Da hat keiner danach gefragt. Und hier gehen die Deutschen arbeiten, stehen früh auf. Nein, das scheint sowieso nicht, was Sie sagen. Das ist aber die Wahrheit. Die stehen früh auf, zahlen ihre Steuern. Ich krieg 500 Euro Rente. Und so ein Moslem kriegt 670. Haben wir nicht genug Probleme in Deutschland? Haben Sie mal die Sendung gesehen mit Wallraff? Was die Krankenhäuser, Krippen, Kindergärten zu fressen kriegen? Ich bin voller Hass. Voller Hass, wenn ich, das sage ich nicht das Wort jetzt, wenn ich was in der Hand hätte, ich würde mich vergessen, sage ich Ihnen ganz ehrlich. Die müssen weg. Die müssen weg. Ich bin voller Hass. Das ist gut, Vorstein. Ja. Zunehmend ja. Das Buch die Islamisierung Deutschlands. Nein. Dann kaufen Sie sich das mal beim Buch und lesen Sie das durch, da werden Sie blass. Darf ich Sie noch was fragen? Ganz klar. Meine Eltern kommen aus dem Irak. Haben Sie ein Problem mit mir? Ich habe mit niemandem ein Problem. Im Gegenteil, ich habe selbst als Lehrerin Russland Deutsche unterrichtet. Nur was hier gemacht wird, ist für meine Erachten menschenverachtend, dass man 10.000, 6.000 Menschen einfährt und denen ich helfen kann. Man soll denen helfen, wie es gesagt wird, die es nötig haben, die es brauchen, aber nicht die, die hier, wieso kommen denn Türken? Viele, viele Türken, wurde gesagt, mit dem Knäckebrot. Ja, Henkersmahlzeit. Wo ist denn das ein Problem? Darf ich Sie dann fragen, was mit den Menschen aus Syrien und aus dem Irak sind? Das sind nun mal auch viele Muslime darunter. Sollen wir die auch zurückschicken? Die haben jetzt Schutz verdient und die sollen dann, wenn sie ihr Land wieder aufbauen, gehen. Nur wissen Sie, was hier gemacht wird, dass die vielen kommen, dass der Abschiebestopp
stoppt, dass keiner abgeschoben wird. Ich habe im Fernsehen, ich kümmere mich sehr und bilde mich sehr, dass ein Afghaner, ein junger Mann, 4 Jahre da ist, geduldet, gelernt hat, im Gaststättengewerbe sich integriert hat und spricht, und der soll dann wieder weg. Sowas ist menschenverachtend, sowas darf man nicht tun. Entweder da lassen oder wegbringen. Was hier gemacht und praktiziert wird, das ist in meinen Augen ganz schlimm für diese Menschen. Aber wenn man sagt, konsequent prüfen und dann auch abschieben auf der einen Seite, aber Menschen, die aus Kriegsgebieten kommen, hier aufnehmen, das unterschreiben Sie? Selbstverständlich, jeder, der Schutz hat. Ich stehe nur hier, dieses Sinnlose, was sie gemacht hat, diese Sache der Begrüßungspolitik, die auch die Leute gemacht haben. Nur lesen Sie mal das Buch Die Islamisierung Deutschlands. Ja? Und das ist nicht irgendein Spinner, das wird alles belegt. Und der wird hier in Deutschland von Türken mit dem Tode bedroht und die Familie. Wo leben wir denn? Alles klar, danke. Dieses gemeinsame. Ich finde die Stimmung so ein bisschen bedrückend zwischendurch. Wie finden Sie es? Ich finde es, man gibt sich Mühe, die Massen dahin zu bringen, wo man sie hinhaben will. Was mich am meisten ärgert, ist, dass man immer wieder die alte DDR zitiert. Die DDR ist Geschichte und das ist gewesen und das ist heute wieder. Das gibt es immer wieder. Schon immer wurden die beschwittelt, schon immer. Es muss eine grundlegende Veränderung. Ich bin total links und für mich ist einfach nur eine Revolution. Löschen Sie das. Aber was machen Sie hier? Ich will nur mal horchen, was hier los ist. Ich muss, ihr wisst, die Linken, die gehen ja auch nicht, die machen nichts. Für mich sind die Linken auch irgendwie, die sind alle so passiv. Es findet nichts mehr statt in dem Land. Warum schlafen die alle? Was findet hier statt? Es ist, dieses Multikulturelle scheint auch ein multikulturelles politisches Bild zu sein. Und, da ist keine Einigkeit mehr da. Aber jetzt frage ich Sie mal, wenn hier Leute Volksverräter rufen und eher rechtes Gedankengut auch verbal vertreten, zucken Sie da nicht zusammen? Ja, da zucke ich zusammen. Ich rufe auch hier, dass man, das ist DDR, das ist nicht mehr. Ich rufe das nicht, weil mir das nicht, es geht nicht. Haben Sie denn das Gefühl, dass die AfD mit den Ängsten und Sorgen, die ja in Teilen auch berechtigt sind, spielen? Ja, alle. Ach, das machen sie alle. Das macht Frau Merkel, das machen alle. Wir sind nur Spielball der Politik. Machen wir es mal so, ganz einfach. Mit dem Prinzip der Duldung wird massiv Rechtsbruch begangen. Guten Abend, Herr Höcke. Schönen guten Abend. Erstmal vielen Dank für das Interview. Gerne. Sie haben selber mal gesagt, dass die Provokation Ihr Schwert sei. Jetzt provozieren Sie aber auch rechtsideologisch. Sie wissen, dass Sie selber was über das tausendjährige Deutschland gesagt haben. Schämen Sie sich dafür eigentlich nicht? Also das sind schon wieder diese stigmatisierenden Fragen. Versuchen Sie doch mal Fragen zu stellen, die ein Interesse an der Erkenntnis transportiert. Das würde ich mir wünschen, mal so eine Frage. Aber die Frage an einen Lehrer, gerade an einen Geschichtslehrer, der genau weiß, was die deutsche Vergangenheit bewirkt hat, da finde ich die Frage nicht ganz unpassend. Aus der Verantwortung stehle ich mich auch nicht raus, nein. Aber wenn wir hier vor einem Dom stehen, wenn Sie sich umdrehen, sehen Sie den wunderbaren Erfurter Dom, dann nehmen Sie sich einfach mal einen Stadtführer und gucken mal, wie alt dieses Bauwerk ist. Ist das jetzt die Antwort auf das meine Frage? Das ist die Antwort auf die Frage, genau. Das heißt, Sie finden nicht, dass Sie mit Ihrer Sprache, mit Ihren Überspitzungen zündeln? Nein, jeder, der einigermaßen im Stoff steht, der ein historisches Faktenwissen hat, kann das einordnen. Und um diese Menschen geht es mir. Jetzt gibt es tatsächlich ein paar Parallelen zwischen Ihnen und mir. Auch ich habe eine Deutschlandfahne. Meine dürfte vielleicht sogar größer sein als Ihre. Auch ich möchte, dass es Deutschland gut geht. Auch ich möchte, dass es für alle Menschen, die hier leben, eine gute Zukunft gibt. Was macht Sie zu einem besseren Patrioten als mich mit ausländischen Wurzeln? Nein, ich freue mich, dass Sie sich als Deutsche fühlen und dass Sie dieses Land genauso lieben wie ich. Und wir stehen ja hier nicht nur für die Menschen, die keinen Migrationshintergrund haben, sondern wir stehen ja auch für die Menschen, die sich hier gut integriert haben und die auch eine Zukunft für unser Land wollen. Und ich habe in den letzten Wochen und Monaten auch viele Gespräche geführt mit Menschen mit Migrationshintergrund, die ja bestens integriert sind, die hier wirklich viel für unser Land tun, die eine gute Arbeit machen für uns und die auch in großer Sorge sind über das, was auf uns zukommt und über die Entwicklung und über die vollkommen verfehlte Asylpolitik von Angela Merkel. Aber wenn Sie jetzt zum Beispiel sagen, wie gerade geschehen, Grenzen zu und so weiter und so fort, dann hat man schon den Eindruck,
übersetzt und jetzt überspitze ich auch Deutschland den Deutschen. Naja, Sie sollten natürlich nicht überspitzen als Journalistin, Sie sollten immer sachliche Fragen stellen. Und der Politiker nicht? Der Politiker muss natürlich manchmal überspitzen, gerade wenn es um Demonstrationsreden geht. Sehen Sie, Demonstrationsreden sind natürlich ein anderes Medium als Reden im Plenum oder ein Vortrag von einem akademischen Publikum. Man muss auch bereit sein, bei einer Demonstration zuzuspitzen, Botschaften zu formulieren und hier und da mal Emotionen zu transportieren, weil Demonstrationen wollen eben auch Gemeinschaft gründen. Dafür sind Demonstrationen da und deswegen versammeln wir uns auch hier. Überspitzen gleich Ängste schüren, das ist für Sie in Ordnung? Nein, wir schüren keine Ängste, sondern wir bieten ja auch Lösungen an. Heute sind hier wieder viele tausend Menschen in Erfurt zusammengekommen, die in Sorge sind, die Angst haben vor der Zukunft in diesem Lande. Ich habe vor einigen Monaten gesagt, dass dieses Land auf eine unabwendbare Staatskrise zugeht. Dafür bin ich von den Medien arg geprügelt worden. Vor kurzem hat der bayerische Innenminister gesagt, dass wir eventuell vor einem drohenden Staatszerfall stehen. Also selbst die Altparteienpolitiker haben manchmal den Mut, Klartext zu reden. Und diese Sorgen artikulieren wir in dieser Demonstration. Geprügelt worden sind Sie im Grunde auch von der Parteivorsitzenden. Die hat Sie so ein bisschen zügeln wollen. Ist ihr das gelungen? Na, wir haben miteinander geredet und sie hat Kritik geübt an dem Fernsehauftritt bei Jauch. Ich habe Kritik für den Auftritt bekommen, auch von anderen. Ich habe aber auch Lob bekommen für den Auftritt. Das ist immer so eine Gratwanderung. Ich bin ein Mensch, der lernbegierig ist und der lernwillig ist. Und wenn ich Feedback bekomme und Rückmeldung bekomme, dann nehme ich das sehr gerne an und versuche dann entsprechend auch an mir zu arbeiten. Und das tue ich. Ich bin im Gespräch mit Frauke Petri und es gibt keine Dissonanzen. Und wir sind auf einem guten Weg mit der AfD. Vielen herzlichen Dank für das Interview. Danke auch. Guten Abend noch.